Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Chromi und heute ein Special Video zum Spiel Cube World. So, jetzt ganz kurz am Anfang noch die Erklärung, was Cube World überhaupt ist. Cube World ist ein Open World Voxel Rollenspiel, das einen Minecraft Look hat. Ja, es ist sozusagen die Mischung zwischen Minecraft und Zelda und wenn das nicht schon awesome ist. Das Spiel wurde am 3. Juli 2013 als Early Access Version auf der eigens erstellten Webseite Picroma für 15 Euro verkauft. Doch nach wenigen Wochen stellte sich heraus, dass gar nicht so viele Updates herauskommen. Schon am 23. Juli 2013 war Schluss. Es gab fast nur noch Stille, wenige Bilder und nur noch wenige Infos über ein neues Update. Das bekannteste wohl das Video, in dem neue Quests gezeigt wurden. Die Kritik an Wally war sehr groß. Einige behaupteten sogar, er wäre mit dem Geld abgehauen, denn da war einiges zusammengekommen. Doch sie hatten Unrecht. Seit einigen Wochen postet Wally ununterbrochen, wirklich täglich, fast schon stündlich, neue Infos zu einem wohl gigantischen, riesigen neuen Update. Und das könnte Cube World den Kick geben, den es wieder braucht. Und genau um das wird es in diesem Video gehen. Ich werde alles aufzählen, was eben in diesem neuen, gigantischen, riesigen Update kommen wird. Eine kurze Zusammenfassung dieses Updates, und zwar werden neue Soundtracks, neue Gebiete, neue Gegner, Fraktionen, neue Quests und so weiter rauskommen, und das werden wir jetzt alles hier in diesem Video behandeln. Das erste, was mit dem Update Einzug finden wird, ist, dass man die Größe des GUIs, also ungefähr den ganzen Anzeigen, einstellen kann. Und zwar zwischen kleiner, gleich groß, also medium, oder größer. Das hat er mit dem eigens erstellten 2D Graphics Tool erstellt. Es wurden noch zwei neue Gebiete angekündigt, darunter auch das Untotengebiet, das man im Hintergrund sieht. Da wird es wahrscheinlich starke Endbosse geben und auch viele Skelette, Untote und viele andere Kreaturen, die dort herumstreifen. Natürlich gegeben mit dieser dunklen, düsteren Atmosphäre wird es ein sehr cooles Gebiet. Das nächste Gebiet wird eine Savanne sein, mit den natürlich in der Savanne lebenden Tieren, wie zum Beispiel Elefanten, Zebras, Löwen und so weiter, die man natürlich auch alle zähmen und auch reiten kann. Es wird natürlich wieder ganz viele neue Gebäude geben, die extra für dieses Gebiet gemacht wurden, und ich glaube, es wird auch einiges zu erkunden geben. Das noch mit einer savannentypischen Atmosphäre wird natürlich wieder unglaublich viel Spielspaß geben. So, und jetzt das wohlbekannte Cube World Quest Video, in dem Wally einige neue Quests zeigt, darunter auch ein riesiger Bossfight in einem Kolosseum. An sich ist es ein echt grandioses Video, um zu zeigen eben, welche neuen Quests es in diesem Spiel geben wird, und ich sage euch, es sind einige. Ich kann euch jetzt noch ein paar neue zeigen, die Wally eben noch in der Zeit zwischen dem Video und jetzt gemacht hat. Da hat er jetzt einige Bilder veröffentlicht. Ein wichtiger Punkt für Wally ist das Erkunden der Spielwelt. Das heißt, dass die meisten Quests nur durch das Erkunden der Spielwelt gefunden werden und dann auch gemacht werden können. Das heißt, der Spieler hat einen Anreiz, diese riesige Cube World Welt auch zu erforschen, zu entdecken, neue Gegenden zu erkunden und so weiter. Die meisten NPCs, vor allem in Städten, werden eine Müllfraktion geben, wo sich diese Quests befinden. Dadurch, dass das Exploren vor allem im Vordergrund steht, findet jetzt ein neues Feature den Einzug ins Spiel, und zwar das Teleportieren. Dabei wird sich der Spieler von einem Runenstein, der auf der Karte verteilt ist, zum nächsten teleportieren lassen können. Eines der wichtigsten und coolsten Neuerungen wird wohl das Fraktionssystem sein. Dabei werden neue NPCs die Welt durchstreifen, die einer Fraktion angehören. Eins davon wird der Unholy Pact sein. Der Unholy Pact wird wahrscheinlich im Untotengebiet sein. Es ist so, dass drei Geisterprediger alle Skelette, Nekromanten, Untoten befehligen. Das heißt, sie müssen diesen drei großen Geisterprediger gehorchen. Hier sieht man gerade eben den Fraktionsführer der Order of the Light. Er heißt Aorus und ist der letzte Überlebende der Legendary Paladine, die eben im Unholy War gekämpft haben. Als nächstes haben wir die Kaiserin Kefaria. Sie ist die Anführerin des Steel Empires, einer riesigen Fraktion, die die Lande mit riesigen Schiffen und Robotern unsicher macht. Als Gegenstück dazu haben wir wohl Kendu, den Anführer der Druids of Mana. Er starb in einem Kampf gegen die Kaiserin, doch er führt sie immer noch an. Als letztes haben wir Doe, den Halbdämon. Er ist Anführer des Cult of Dune, einer wahrscheinlich sehr finsteren Organisation, die auch verdammt schlimme Pläne hat. Neben den Fraktionen, die große Städte und Gebiete besitzen, gibt es auch Fraktionslose, die Dungeons, Städte oder Gebiete besitzen. Alle Fraktionslosen und Fraktionsangehörige werden wahrscheinlich am Ende Quests mit sich bringen,
die abhängig von der jeweiligen Fraktion oder Gebiet sind. Jede Fraktion wird wohl eigene Mittel haben, um die Ziele zu erreichen, die sie haben wollen. Das Steel Empire zum Beispiel hat riesige Kriegsmaschinen, die Tools of Mana kämpfen wahrscheinlich vor allem mit Magie. Ich persönlich finde das auf jeden Fall richtig cool mit den Fraktionen. Ich selber kann es mir vorstellen, dass man sich später sogar einer Fraktion anschließen kann und spezielle Vorteile bekommt. Zum Beispiel beim Steel Empire, da hat ja schon Wally gezeigt, kann man einen Roboter möglicherweise auch benutzen. Er zeigt ja selber, es würde angeblich noch nicht gehen, aber er selber kann es zu Testzwecken benutzen. Zu all den davor genannten Features gesellen sich jetzt noch eine Verbesserung der Mini- und World Map, es gibt eine bessere Anzeige im Inventar und es gibt unglaublich mehr Loot, das heißt neue Items, neue Quest-Gegenstände und so weiter. Also eine riesige Menge neuem sammelbaren Loot. Das noch mit der Kombination aus grandiosen neuen Soundtracks, die die ganze Zeit schon im Hintergrund laufen, also wer sich gewundert hat, was das für Soundtracks sind, das sind die neuen Soundtracks für CubeVault. Ergibt ein riesiges, wohl sehnlichst erwartetes Update für CubeVault. Und ich finde, ein gerechtfertigt großes Update. Noch eine kleine Info am Rande, und zwar, wer sich CubeVault bisher noch nicht beim Shop von Picroma eben kaufen konnte, also auf der offiziellen Webseite von CubeVault, der wird nicht enttäuscht, denn CubeVault wird bald noch auf Steam veröffentlicht werden. Da gab es schon kleine Informationen darüber. Und zwar wird direkt ungefähr beim Release dieses Updates CubeVault auch auf Steam erwerblich sein. So, das sind alle Informationen, die ich zusammenbekommen habe. Zudem sei gesagt, dass Wally immer noch Informationen auf Twitter veröffentlicht und wahrscheinlich auch auf Facebook und auf seiner Website, die ich unten alle verlinken werde. Ich finde, es sieht hier aus wie ein richtig ambitioniertes Projekt. Endlich bekommen wir Informationen, endlich bekommen wir auch ständig Informationen. Das ist ein verdammt wichtiger Faktor bei einer Entwicklung. Zum Beispiel Spiele wie Ark und Rust sind große Vorbilder dabei, die wöchentlich oder sogar täglich Informationen und Updates eben herausbringen und somit die Spielergemeinschaft immer am Laufen halten. So, das war jetzt alles, was ich zu diesem Spiel bringen konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir bekommen endlich das Spiel, das wir erwartet haben, dass sich auch sozusagen Wally sozusagen ein bisschen gewünscht hat, dass dieses Spiel dem Hype gerecht wird. Bis dahin, habt Spaß. Wir hoffen alle auf einen baldigen Release dieses Updates. Ich werde mich freuen, es auf jeden Fall zu spielen. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.